ja. Gut geschlafen? Ja, super. Mein Name ist Yves Josezietz und ich bin regionaler Verkaufsleiter für AIDA Cruises in Norddeutschland. Mein Name ist Oliver Bohrs, bin Regionalleiter im Verkauf für AIDA Cruises Rostock. In NRW natürlich, im wunderschönen NRW. Ich liebe einfach das, was wir tagtäglich tun. Und selbst wenn ich privat an Bord bin, ich steige da immer noch mit einem Gänsehautgefühl wieder ab. Ich würde sagen, das ist ganz klar eine Herzensangelegenheit. Jetzt langsam nach vorne schlappen und loslegen, oder? Ja. Dann Action. Hummel, Hummel! Was? Super, guten Morgen Hamburg! Wow, ihr könnt aber ruhig auch mal applaudieren, mal ein bisschen die Hände bewegen, das ist gut für den Kreislauf. Wir möchten unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Reisebüro über die Neuigkeiten bei AIDA informieren. Und da ist in erster Linie natürlich das Thema AIDA Selection zu nennen, aber auch unsere neue Schiffsgeneration mit AIDA Prima und Perla werden wir nochmal detailliert beleuchten und auch darauf verweisen, was da in Zukunft auf uns alle zukommt. Darüber hinaus möchten wir unseren neuen Katalog präsentieren, der, glaube ich, die Vokabel neu sehr verdient hat. Für uns ist wichtig, dass wir diese Faszination, die AIDA auf uns Mitarbeiter ausstrahlt, diese auch an unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Reisebüro weiterzugeben. Und besonders ausgedacht haben wir uns einfach, dass wir sehr individuell auf unsere Expedienten zugehen. Ne? Wirklich in einer ganz persönlichen Ansprache mal mit viel Charme, was zu AIDA total passt, mit viel Gefühl. Emotional natürlich auch, das finde ich super wichtig, dass wir auch mal wieder im Reisebürovertrieb erklären, wer wir sind, was wir machen und vor allen Dingen, welche Vielfalt wir anbieten. Wir haben uns für das Expi-Café überlegt, dass wir nicht so in eine klassische Vortragsweise verfallen möchten, dass wir da vorne unseren Beamer anschmeißen und es gibt dann so 1,5 Stunden Frontalberieselung, sondern wir möchten, dass wir so in kleineren Grüppchen eher in den thematischen Dialog einsteigen. Also wir möchten uns hier auf das Thema Prima und Perla in einem einzelnen Dialog konzentrieren und dann wird gewechselt, sodass jeder die Möglichkeit hat, auch intensiver sich zu dem jeweiligen Themengebiet zu informieren. Dabei wird auch durchaus gestanden, es muss da nicht jeder sitzen, es soll einfach unkompliziert zugehen und es ist dann natürlich dann auch wesentlich einfacher, auch mal Zwischenfragen zu stellen und ja, auch auf individuelle Dinge einzugehen. Wir werden jetzt mal ein bisschen mischen, ne? So, die Anja zieht jetzt jemanden. Boah, wir können ja mal so einen Würfel machen. Dann komm doch mal nach vorne, Tamara! Herzlichen Glückwunsch. Super, hast du gut gemacht, alles richtig aufgefüllt. Grinzel, ich kann nicht mehr stehen. Und dass das so gut ankommt und dass wir nach 20 Jahren Kreuzfahrtgeschichte auch heute noch mit einer großen Begeisterung unsere Reisebüropartner an der Seite wissen, das ist, glaube ich, auch für uns Mitarbeiter und für uns Kollegen eine richtig runde Geschichte. Super, super informativ, bringt total Spaß, kleine Gruppen, finde ich gut, nette Präsentation, also ich nehme ganz viel mit ins Büro. Also mir hat bisher die Veranstaltung aufgrund der Interaktivität, die wir auch jetzt gehabt haben, habe ich sie als sehr kurzweilig empfunden und auch sehr informativ. Also, wir haben für euch das vorbereitet, das Speed Trails. Jeder Expedient, jedes Reisebüro ist anders, egal in welcher Stadt man ist. Und trotzdem muss ich sagen, fand ich diese Tour absolut außergewöhnlich diesmal. Wir konnten die Themen richtig toll platzieren und ich hatte den Eindruck, dass wir wirklich diesmal jedes Reisebüro auch so richtig gepackt haben. Und das war unser großes Ziel und deswegen fand ich die Tour so toll und bin auch wirklich traurig, dass heute vorbei ist.